Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Soeben bin ich in Worb mit meiner heutigen Wanderung gestartet. Genau gesagt beim Bahnhof Worbdorf. Von da aus fahren Züge nach Bern. Ich habe heute ganz eine interessante Wanderung vor. Doch davon werde ich später erzählen. Da geht's zum Schloss hoch. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Das Schloss ist leider privat und nicht öffentlich zugänglich. Vielleicht sehen wir es dann noch von weiter oben. Ich habe jetzt da zuerst einen Aufstieg und dann geht es wieder ein bisschen flach. Da drüben ganz versteckt das Schloss. Da ein Blick in die Berge zum Niesen. Und da unten ist das Dorf Worb. Da unten sieht man nur einen kleinen Teil vom Dorf. Da hinten die Stockhornkette, Stockhorn, Gantrischgebiet. Da drüben das ein Teil vom Schloss, der Niesen und noch die ganz hohen Berge da hinten. Eine Hochebene und jetzt geht dann die Wanderung weiter da oben in diesem Wald. Da vorne ist noch irgendein Denkmal. Mal schauen, was das ist. Da geradeaus, das ist der Bantiger. Unten, das große Dorf ist Bolsinnringen. Und wenn ich mich umdrehe, sieht man da noch ins Aretal runter. Und ein Teil vom Schloss Worb. Jetzt habe ich einen schönen Single Trail erreicht. Habe schon einen langen Aufstieg hinter mir. Aber jetzt ist es zum Glück noch nicht so heiß. Und es war auch noch nicht der steilste. Ich habe da schon eine sehr schöne Umgebung. Geht zwar immer ein bisschen hoch. Da oben noch eine schöne Linde. Aber da geht mein Wanderweg nicht durch.
Wieder ein ganz schöner Rastplatz. Da mache ich jetzt meine erste Pause. Aber zuerst noch die Aussicht genießen. So schön da oben. Wow. Blick nach Worb, ins Aretal, Belp und in die Berge. Schön da oben. Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Vorher habt ihr gerade Worb gesehen. Dort unten bin ich gestartet. Meine Wanderung führt mich jetzt via Rüttihubelbad nach Hasle-Rüegsau zum Bahnhof. Nach dem Rüttihubelbad habe ich nochmals einen ziemlich steilen Aufstieg. Von dort weg wird es dann relativ flach und geht am Schluss nur noch runter. Dem größten Teil werde ich dem Transvis Trail folgen und kurz vor meinem Ziel werde ich dann abbiegen. Ich wünsche viel Vergnügen. Jetzt habe ich noch eine schöne, kühle Strecke, aber nicht mehr so weit von da kommt dann der ganz steile Aufstieg. Heute hat er übrigens ziemlich heiß gemeldet, bis 28 Grad da in dieser Gegend. Hier bin ich an einer interessanten Stelle. Sieht fast so aus wie ein Tunnel. Und ist noch schön kühl. Das genieße ich jetzt noch, bevor dann wieder der steile Aufstieg kommt. Schon der zweite Rastplatz, den ich heute begegne. Schön im Wald. Ist riesengroß. Und da ist noch was angeschrieben. Und da geht es natürlich wieder runter, dass ich dann wieder mehr aufsteigen kann. Das gibt ein gutes Training und wird mir auch so nicht langweilig. Gibt ein bisschen Abwechslung rein. Da ist ein ganz schönes Brückli. Scheint eine schöne Stelle. Und jetzt wird es dann heiß. Schon wieder ein ganz anderer Blick als vorher.
Und jetzt muss ich da hoch zu diesem Wald. Boah, da bin ich dann froh, wenn ich oben bin. Da vorne haben wir schon das Rüttihubelbad. Und aus diesem Wald da bin ich jetzt gekommen. Ein interessanter Brunnen, da beim Rüttihubelbad. Da nach Wickertwil hoch habe ich doch jetzt eine ziemlich große Steigung. Da bin ich froh, dass ich das noch jetzt machen kann. Und da runter noch einen Blick auf das große Zentrum Rüttihubelbad. Und da sieht man meine Steigung. Oh, diese Rosen da, so schön. Ein ganz schönes Bauerndorf. Und da vorne ist noch ein alter Speicher. Und weiter vorne hat es noch ein anderes schönes Haus. Oh, diese Rosen und dieses alte Gebäude da, schön restauriert mit Geranien davor. Schaut mal, wie das da wieder hoch geht. Diese Seite, Blick Richtung Ahrental. Und da hier unten, in dieser Gegend, war ich vor kurzem ja auch unterwegs. Das da vorne, diese Ortschaft, wo man da sieht, das da hier, da ist Biglen. Und bei mir geht es noch immer hoch. Irgendwo durch diesen Wald, da bin ich gekommen. Und da unten in dieser Ebene war früher ein See. Jetzt hat es nur noch einen ganz, ganz kleinen. Von da unten bin ich jetzt gerade hochgekommen. Da habe ich eine Kreuzung. Da vorne irgendwo wird noch im Wald gearbeitet. Und da noch ein bisschen weiter oben habe ich, glaube ich, den höchsten Punkt oder ganz sicher den zweithöchsten von unserer heutigen Wanderung. Oh, zum Glück konnte ich jetzt noch durch einen Wald hochsteigen.
Es war schon angenehmer als jetzt wie hier wieder an der prallen Sonne. Da hier haben sie schon wieder sehr viel Holz parat für den nächsten Winter. Und ich bin immer noch am Hochsteigen. Aber das war jetzt der schlimmste Teil. Und was vorne noch kommt, das ist dann nicht mehr so schlimm. Da hier ist wieder ganz ein schöner Weg. Jetzt habe ich wirklich die erste große Hürde hinter mir. Das ist ganz toll, da zu wandern, noch im Schatten. Da bin ich jetzt rausgekommen aus dem Wald und kaum war ich draußen, hatte ich schon diese Aussicht da hier. Da sieht man die Stadt Bern. Es ist eigentlich eine sehr grüne Stadt. Und ganz hinten noch der Jura. Und da vorne den Bantiger, sein Sendeturm. Und da hier oben wurde wahrscheinlich vor kurzem erst eine neue Linde gepflanzt. Und auf dieser Seite sehe ich leider noch nicht so viel. So schön da oben. Der Aufstieg hat sich tausendmal gelohnt. Jetzt sehe ich auch ein bisschen auf die andere Seite runter. Und da vorne ist die Menzivilek. Das ist auch ein Ausflugsrestaurant. Und da nochmal einen Blick nach Bern. An diese Wanderer, die das Hochsteigen nicht so gewohnt sind, ist hier oben eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Auto hochzufahren und da diesem Blatt da oben eine kleine Wanderung zu unternehmen. Ist auch schön da. Und außerhalb vom Wald eine ganz tolle Aussicht. In diesem Wald ist es sehr angenehm. Und außerhalb vom Wald ist es schon ziemlich heiß heute. Jetzt befinde ich mich in Erzrüthi. Da vorne hat sehr viele neue Häuser, zum Teil Wochenendhäuser. Da kommen sehr viele Leute aus Bern da hoch. Und das da hier ist der alte kleine Dorfkern oder mehr ein Weiler, ist nicht ein Dorf. Einen Blick auf diese Seite runter. Wenn ich mich umdrehe,
einen Blick in das Emmental runter. Diesen vielen Gräben. Und da drüben ist ein großer Teil vom Wald weg. Das muss irgend bei einem Sturm passiert sein. So, jetzt habe ich nochmals einen kleinen Ausstieg. Aber der ist jetzt nicht so schlimm. Da vorne ist schon wieder ein Rastplatz. Besuchen wir den mal. Ist auch schön hier oben eine Pause zu machen. Auch auf dieser Seite ist es einfach interessant. Und da vorne wieder eine große, mächtige Linde. Ich habe auch heute wieder eine ganz schöne Gegend durchwandert, schon von fast Vororten von Bern, hier ins Emmental hinein, in die ländliche Gegend. Gefällt mir heute sehr gut diese Wanderung. Übrigens, das Tal da unten, das ist der Biembach. Kühlschatten, auch noch ein interessanter Name. Es ist so schön. Einfach hier in der freien Natur, bei diesem Vogelgezwitscher, das Summen von Bienen und anderen Insekten. Ist doch einfach schön. Da vorne bin ich aus dem Wald rausgekommen und habe schon wieder eine schöne Aussicht Richtung Alpen. Von da aus sieht man Eiger, Mönch und Jungfrau sehr schön. Da hier brennt jetzt doch die Sonne gerade ziemlich stark runter. Aber sonst war es bis jetzt sehr angenehm. Und zur größten Hitze bin ich wieder zu Hause. Und da sind die Ameisen auch am Arbeiten. Wieder ein ganz schönes Plätzchen hier oben. Da vorne trennt sich jetzt dann der Transwiss Trail von meinem Weg. Ich könnte eigentlich von da oben nach Hause wandern, aber mein Ziel ist heute der Bahnhof von Hadlerjöksau und nicht von Lützelflügolfbach. Ja, da geht das auch wieder steil runter. An dieser Stelle trennt sich jetzt
mein Weg vom Transwiss Trail. Der Transwiss Trail geht darunter und ich gehe hier diese kleine Straße entlang. Aber zuerst mache ich jetzt da mal eine kleine Pause. Da haben die meisten auch Siesta. Und das begreife ich ganz gut. Es ist doch so heiß. Ja. Oh. Und da geht es so steil auch wieder runter. Da oben durch ist wieder ganz schön. Auch angenehm, da im Schatten. Nur vermute ich jetzt, weil da vorne fängt dann der Abstieg an, was gerade ziemlich steil wieder runter geht, dass dort unten im Tal an der Emme dann wieder wärmer ist. Und da sieht man ganz schön nach Burgdorf. Da vorne nämlich ist das Schloss sichtbar. Da hier, das ist vor der Arni. Dort oben war ich ja auch auf einer ganz schönen Wanderung. Und das da unten ist nochmal der Ziegenhof. Ja, und von da sehe ich fast nach Hause. So, jetzt ab hier geht es doch jetzt wieder ziemlich steil dann runter. Jetzt sieht man gut nach Burgdorf. Ja, ist eine schöne Umgebung. Dadurch habe ich ganz einen schönen Single Trail neben dem Sträßchen. Von da oben sehe ich zu mir nach Hause. Das ist da das große Dorf, das ist Lützelflügolbach. Von da oben komme ich jetzt runter und ich habe noch einen ziemlich großen Abstieg, bis ich da ganz unten bin. Aber zum Glück geht das runter und nicht hoch. Wobei, da habe ich jetzt wieder Wald und von dem her ist es nicht schlecht. Da ist es schön kühl. Da nochmals ein Blick nach Lützelflügolbach. Einen Blick Richtung Oberburg, Burgdorf und ganz hinten der Jura. Jetzt fährt gerade ein Zug hoch.
Da sieht man jetzt auch noch eine Grube. Und das hängt alles zusammen mit dieser da vorne. Und da unten, in diesem Gebiet hier, da durchfließt die Emme. Einen Blick nach Lützelflü, Goldbach. Hasle und Rüegsau, Oberburg und Burgdorf und dahinter noch der Jura. Von da hier oben komme ich jetzt runter und bin jetzt dann schon bald in der Ebene unten. Von da oben komme ich jetzt runter und bin da jetzt schön in der Ebene. Und da ist schon eindeutig wärmer. Da ist noch eine Industrieanlage. Vorne noch ein Bauernhof. Das ist eine riesige Grube. Ist viel größer noch geworden, als bei mir auf der Karte eingezeichnet ist. Bei mir geht da die Straße noch weiter. Aber jetzt mache ich halt einen Bogen. Eigentlich sollte der Weg hier weitergehen. Aber es ist alles schon ausgehoben da. Aber auf meiner Karte, die ich habe, und die ist relativ neu, ist das noch nicht so eingezeichnet. Jetzt mache ich halt da einen Bogen. Das habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Durch ein Maisfeld. Einen solchen Wanderweg habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Da hier wäre ich wieder rausgekommen. Und jetzt muss ich da hier durch. So, da bin ich jetzt wirklich wieder auf meinem Wanderweg. Ha, der Sand. Da geht es auch wieder ziemlich steil runter und schon Richtung Bahnhof. Ist nicht mehr weit von da. Ich habe mein Ziel erreicht. Ist alles gut gegangen. Ganz eine schöne Wanderung. Bin voll zufrieden. Den Temperaturen war es auch nicht schlimm. Ich habe das Ganze gut geschafft.